Willkommen zurück bei Wissen ist Macht. Lasst uns gleich loslegen und die Kandidaten vorstellen. Wer weiß, was er heraufbeschwören wird? Wenn jemand die Siegesformel entdeckt, dann unser Wissenschaftler. Sie fliegt, doch sie ist niemals flatterhaft. Unsere Fee. Direkt vom Grill. Unser Hotdog. Geben wir unseren Teilnehmern Applaus und wünschen ihnen gute Reise auf ihrem Weg in die Pyramide des Wissens. Hallo, hört ihr mich? Ha, hervorragend. Also, es wird Zeit zu entscheiden, wo euer Abenteuer beginnt. Schön, eine Mehrheit einig zu sehen. Mir wird warm ums Herz. So, es ist soweit. Bereit für die allererste Frage unseres Spiels? Ich hoffe es, denn wir fangen an. Haltet eure Hüte fest und denkt daran, je schneller ihr antwortet, desto mehr Punkte bekommt ihr. Wie lautet der Titel von Gnarls Barkleys Hit aus dem Jahr 2006? Wir haben einen einsamen Wolf, aber er könnte recht haben. Mal sehen. Glückwunsch an die Mehrheit, die richtig geantwortet hat. Leider hat nicht jeder aufs richtige Pferd gesetzt. Ich frage mich, wohin diese Fragenspur führt. Zeit, eine andere Tür zu wählen, Leute. Ihr könnt nicht immer kriegen, was ihr wollt. Aber einmal geht das schon, dank des Jokers, der für euch bereit liegt. Was für ein Spaß. Jemand hat einen Joker gespielt. Okay, Leute, jetzt zur Superaktion. Diese Dinger sind großartig, sie behindern den Gegner. Du musst nur eine auswählen und dann entscheiden, wer sie abbekommen soll. Die Superaktionen wurden verabreicht. Aber wer bekommt welche Superaktionen ab? Oje. Sicher wie Fort Knox. Ohne einen Kratzer davongekommen. Super. Es ist Zeit für eine Frage und Konzentration. In welcher epischen Fantasy-Reihe gibt es Orks, Elben und Hobbits? Wow, ihr demonstriert Einigkeit, hä? Aber liegt ihr auch richtig? Alle antworten richtig! Ich frage mich, wohin es jetzt geht. Ah,
es wird Zeit, die Superaktionen zu entfesseln. Und zwar jetzt! Ich sehe eure Wahl der Superaktionen und ich biete euch einen Überblick. Großartig! Alles überstanden! Toll! Dir ist nichts passiert! Sind alle bereit? Hier ist die Frage. In welchem Stück eroberte Harry Potter 19 Jahre nach dem Ende der Bücher die Bühnen? Wunderbare Spannung hier. Enthüllen wir die Antwort. Jemand von euch war richtig gut. Die anderen, Kopf hoch, es ist nur eine Frage. Kommen wir jetzt zu etwas fast völlig anderem. Ich weiß, das wird euch Spaß machen. Zeit für eine Verbindungsherausforderung. Hier erstellst du eine Verbindung, indem du von einem Wort zum anderen ziehst. Liegst du richtig, verschwinden die Wörter und neue erscheinen. Welcher Popstar-Vorname gehört zu welchem Nachnamen? Okay, fangen wir an. Fertig! Also, wer hat Heldenhaftes geleistet? Ach, das macht mich glücklich. Zwei haben gewonnen. Wie schön. Gut, tauchen wir wieder in die Kategorien ein. Wählen wir einen neuen Startpunkt. Tja, es gab keine Einigung, also müssen wir dem Zufall vertrauen. Oh, er wirkt einen Zauber und ein Joker erscheint. Magisch. Unbeschadet überstanden. Ei, Caramba! Für den Moment in Sicherheit. Es ist soweit. Hier kommt die Frage. Welche Show wurde unter anderem durch die 3-Fragezeichen-Hörspieltheaterstücke bekannt? Hm,
Sollen wir schauen, was die richtige Antwort ist? Rette sich, wer kann. Keiner liegt richtig. Zeit für die nächste Kategorie eurer Wahl. Der Weg nach vorne ist frei. Los geht's! Okay, Wissensmillionäre, wer ist bereit für Superaktionen? Autschi! Macht euch bereit. Hier ist die Frage. Wo gingen Macklemore und Ryan Lewis in ihrem Hit von 2012 einkaufen? Nur eine abtrünnige Antwort, aber es könnte die richtige sein. Ist sie es? Die meisten von euch haben das wirklich gut gemacht. Sehr gut. Und da sind wir wieder bei den Kategorien. Ein Anteil von euch hat dieselbe Kategorie gewählt. Wie schön. Nichts passiert. Glück gehabt! Jetzt geht's um eine Menge Punkte, meine Lieben. Wie hieß ein Mega-Hit von Beyoncé aus dem Jahr 2009? Zeit, die Antwort zu enthüllen. Tut mir leid, es wird Verlierer geben. Aha, zwei von euch haben den Erfolgskurs eingeschlagen. Sie lagen nämlich richtig. Große Klasse. Hey, dank der Punkteparty verdoppeln wir die Punkte. Kommen wir jetzt zu etwas anderem. Es folgt der Sortierwettkampf, bei dem ihr sortiert und wischt. Es ist ganz leicht. Sortiert die Dinge richtig ein, indem ihr nach links oder rechts wischt. Heike Makatsch oder Franka Potente. Auf die Plätze. Fertig.
Und los! Okay, hört auf zu wischen, das war's. Glückwunsch an unsere geflügelte Siegerin. Ich frage mich, wohin es jetzt geht. Wir haben unseren Sieger. Schauen wir nach. Es wird Zeit für eine Superaktion. Eis, Eis, Baby! Oh ja, eine Punkteparty! Eine Menge Punkte sind hier möglich, also alles Gute! Welche Glamrocker erkennt man an ihren schwarz-weiß geschminkten Gesichtern? Mich haut's aus den Socken. Ihr habt alle dasselbe gewählt. Aber ist das richtig? Jeder hat die richtige Antwort gewählt. Wir haben eine Punkteparty. Also verdoppeln wir die Punkte. Diese Chance wurde absolut perfekt verwurstet. Sehr schön. Ah, es wird wieder Zeit für neue Kategorien. Eine ausgezeichnete Wahl, finde ich. Dies ist unsere vorletzte Superaktion. Also heißt es, genau zu überlegen. Ja, Zeit für eine Punkteparty. Noch eine Punkteparty. Großartig. Viele Punkte warten hier. Also viel Erfolg. Wer sagte bei Dirty Dancing den berühmten Satz, ich habe eine Wassermelone getragen?
Aha, da steht jemand ganz alleine. Aber ist das der Glückspilz? Mal sehen. Puh, es waren zwar nicht alle, aber beinahe. Gut gemacht. Sieht so aus, als würden jetzt ein paar Bonuspunkte verteilt. So, meine Freunde, wohin jetzt? Jetzt könnt ihr zum letzten Mal eine Superaktion wählen. Aber Kopf hoch, das kann noch so viel Spaß machen. Das tut weh. Ist die nächste Wette. Zeit für die Frage. Welche ZDF-Weihnachtsserie sorgte Ende der 80er für einen Ansturm auf Ballettschulen? Wir haben einen einsamen Wolf, aber er könnte recht haben. Mal sehen. Die meisten von euch waren zu Recht so selbstsicher. Berechnung oder pures Glück? Keine Ahnung, aber unser Wissenschaftler lag richtig. Ich wette, jemand ist froh, hm? Gut gewettet, alter Hotdog. Wir sind fast am Ende unserer Reise, aber ein Abenteuer wartet noch. Da sind wir, bei unserer letzten Herausforderung, dem guten alten Rennen auf die Pyramidenspitze. Je schneller ihr antwortet, desto mehr Stufen steigt ihr hinauf. Erreiche die Spitze zuerst und werde unser ultimativer Champion. Unser fröhlicher blauer Freund geht mit knappem Vorsprung ins Finale. Wird er auch am Ende noch fröhlich sein? Schauen wir mal. Erst müssen eure Punkte in Stufen umgerechnet werden. Ja, Stufen! Es gibt für jede Stufe eine eigene Superaktion. Also schaut sie euch an und wählt eure Ziele. Das Lustige an dieser Sache ist, dass die Antworten in Stufen umgewandelt werden. Bist du der Erste, der antwortet? Und die Antwort ist richtig. Erklimmst du auch als Erster die Pyramide? Hier kommt die erste Frage. Wo sitzt man, wenn man als Sozius auf einem Motorrad mitfährt? Thank you.
gute Reaktion ist entscheidend. Je schneller die Antwort kommt, desto weiter geht's voran. Jetzt kommen Superaktionen ins Spiel. Sieh dir deine Stufe an und wähle dein Ziel. Okay, Zeit für eine Frage. Los geht's. Wie heißt ein süßes, mit Nüssen gefülltes türkisches Gebäck? Denkt dran, dass ihr durch superschnelles Antworten schneller die Pyramide erklimmt. An der Spitze sieht es knapp aus. Diese Superaktionen könnten den Unterschied machen. Und hier kommt die nächste Frage. Wer spielt in Californication einen unglücklichen Autor? Wir haben die Gefahrenzone erreicht. Superaktionen auf den oberen Stufen treffen alle. Hier ist die Frage. In welchem Land könnte man einem Nilpferd in freier Wildbahn begegnen? Unser magischer Mann hat das Spiel beinahe schon in der Tasche. Hier kommt die Frage. Der Rachel in den 90ern sehr beliebt war ein... Freunde, ich muss um Ruhe bitten, denn wir haben einen Gewinner! Hier kommt unser Gewinner! Wundervoll! Er sieht zwar ein wenig aus wie ein Tukan, der einen Regenbogen verschluckt hat, aber das ist eine glänzende Leistung unseres Zauberers. Große Klasse! Und der Gewinner erhält die begehrte Schriftrolle des Wissens. Teile das Wissen oder behalte es für dich, ganz wie du magst. Wenn du jetzt vor Stolz platzen würdest, könnte dir das wohl keiner von uns übel nehmen.
Ich möchte euch dafür danken, dass ihr mit so viel Raffinesse und Begeisterung gespielt habt. Danke vielmals. Ihr habt euch bewiesen und die wunderbare Welt des Wissens dadurch sehr bereichert. Mir kommen die Tränen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht's gut!